Jedes Jahr rasseln tausende Lernende durch ihren Lehrabschluss respektive durch das QV. Laut Bundesamt für Statistik sind es rund 8%. Und wie können BerufsbildnerInnen ihre Lernenden unterstützen, dass sie den Lehrabschluss schaffen? Unsere heutige Expertin für das Thema ist Jacqueline Kohler von SV Group. Sie ist erfahrene Berufsbildnerin und teilt mit uns ihre Tipps. Ich bin Steffi und das ist die 17. Folge von Inside Berufsbildung. Hallo Jacqueline, schön bist du da. Danke. Für die, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du genau in deinem Alltag? Ich bin Jacqueline Kohler, ich bin Head Young Talents Dach bei der SV Group und mein Alltag ist sehr abwechslungsreich. Auf der einen Seite bin ich für die strategische Weiterentwicklung von der Berufsbildung zuständig und auf der anderen Seite betreue ich mich auch Berufsbildner und die Lernenden. Wie viele Lernende betreust du ungefähr? Wir haben 115 Lernende bei der SV. Doch noch eine sehr grosse Gruppe. Ja, doch. Jetzt haben wir in der Einleitung schon von vielen Lernenden gehört, die ihre Lehre nicht arbeiten. Jetzt nimmt es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher Wunder, welche Berufe das denn da am meisten betroffen sind. Aufgrund von einer Statistik sieht man, dass vor allem Lüftungsanlagenbauer, Abdichter, Bodenleger und Heizungsinstallateure betroffen sind. Plattenleger und Sanitärinstallateure gehören auch da dazu. Sind jetzt also vor allem handwerkliche Berufe. Die Gastrobranche ist jetzt hier nicht vertreten und trotzdem nimmt es mich wunder, Jacqueline. Was denkst du, an was liegt es, dass so viele Lernende durch das QV rasseln? Ich glaube, es gibt nicht den Grund X. Meine Erfahrung zeigt, dass es meistens mehrere Sachen sind, die da reinspielen. Ich glaube, die Lernenden haben einen hohen Druck mit der immer Erreichbarkeit. Dann aber auch so Sachen wie Generationen, die momentan in der Arbeitswelt aufeinander zutreffen und die sich manchmal nicht so einig sind. Dann aber auch die ständige Erreichbarkeit, die wir natürlich in der Gesellschaft haben. Aber auch so Sachen, wie sich können mit der Welt vergleichen, mit Social Media. Man ist überall connected. Und dann natürlich auch die Multi-Optionalität, die natürlich nicht nur die Lernenden, sondern auch uns fordert. Aber das sind sicherlich Gründe, die da drin spielen. Ja, jetzt gibt es ja auch immer so ein bisschen böse Zungen, die sagen, ja, die sind doch einfach zu faul oder die nehmen es zu wenig ernst. Nein, ich würde es nicht sagen. Ich glaube, das sind so Sachen, wo man das Gefühl hat, aber sie nehmen das sehr ernst, das sehe ich bei unseren Lernenden, das ist ihnen wichtig. Aber sie haben einfach eben, es sind so viele Sachen, die sie machen können. Und ich glaube, wenn wir zurückschauen, wir haben auch nicht immer den Fokus auf die Ausbildung und haben auch mal das Leben gehabt. Von daher. Genau, jetzt will ich da schnell einen Artikel vom SRF noch erwähnen. Und zwar steht dort drin, dass gewisse Lehrbetriebe ihre Lernenden als günstige Arbeitskräfte missbrauchen, statt sie richtig auszubilden. Und nachher bestehen die Prüfungen nicht. Was ist deine persönliche Meinung dazu? Ja, so Sachen hört man immer und damit ist, glaube ich, die ganze Berufsbildung. Man darf sich da immer mal wieder dazu äußern. Für mich persönlich ist es eine Herzensangelegenheit. Es hat für mich auch mit Berufsstolz zu tun oder mit Stolz, dürfen wir Nachwuchs begleiten. Bei der SV-Gruppe ist es so, dass wir sehr stark Wert legen auf eine hohe Qualität bei der Ausbildung. Das heisst, Berufsbildung ist bei uns auch in der Strategie verankert und das gibt natürlich uns auch eine Wichtigkeit. Das ist die Grundlage, dass wir Projekte anstoßen können, wo wir den Lernenden Verantwortung übergeben, wo sie zum Beispiel ein Restaurant führen einmal im Jahr oder auch Lernendenrestaurant, wo sie die ganze Zeit dürfen das Restaurant führen. Es geht um Verantwortung zu übergeben, aber auch Verantwortung zu übernehmen und ihnen die Wertschätzung zu geben und in einen Austausch zu gehen, dass man einander gegenseitig auch versteht. Jetzt hast du spannende Punkte genannt, vor allem so die lernenden Restaurants und so. Werdet im Fall ihr in der Gastrobranche mit so Vorwürfen nicht konfrontiert, dass ihr die Lernenden ausnutzt als günstige Arbeitskräfte? Meiner Ansicht nach hängt das sehr stark mit der Qualität zusammen. Wenn ich sehe, was wir in unsere Ausbildung investieren, dann ist es definitiv nicht so. Man sieht es auch bei der Abschlussquote. Während der Pandemie haben wir 100% Abschlussquote gehabt. Das zeigt einfach, es ist alles möglich, wenn man wirklich den Fokus darauf legt. Es ist sehr schön zu sehen, dass es bei uns so gut funktioniert. Vor allem auch in schwierigeren Zeiten. Jetzt möchte ich noch ein weiteres Statement erwähnen. Und zwar ist das von der Patricia Hasler. Sie ist Rektorin von der Technischen Berufsschule Zürich. Und sie beschäftigt sich auch schon seit langem mit dem Thema. Und sie sagt, es liegt nicht an der Motivation und nicht am Potenzial. Wenn die Jugendlichen richtig gefördert werden, können die allermeisten
eine Lehre erfolgreich abschliessen. Auch schulische Defizite können in kurzer Zeit aufgeholt werden. Da liege viel ungenutztes Potenzial, sagt sie. Also wenn man sich für die Jugendlichen interessiert, ihnen eine Anerkennung gibt und sie fördert, dann können sie auch aufblühen. Das wiederum wird natürlich dann, wenn sie die Lehre etc. bestehen, auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Scheinbar liegt es eben laut ihr nicht an dieser Motivation bei den Jugendlichen. An was liegt es denn? Es ist auch da nicht so einfach zu beantworten. Ich stimme ihr zu, dass nicht Motivation der ausschlaggebende Punkt ist. Und deshalb ist mein Credo in der Ausbildung generell, ihnen Vertrauen zu schenken, Verantwortung zu übernehmen als Ausbildungsbetrieb, aber auch ihnen Verantwortung zu übergeben und dass man ihnen zulässt, sie wertschätzt. Damit kann man sehr vieles abfedern, finde ich. Jetzt habe ich auch kurz den Fachkräftemangel angetönt. Was sind denn sonst noch Gefahren, wenn so viele die Prüfungen nicht bestehen? Ich glaube, es hat auch Einfluss auf die Rolle der Jugend in unserer Gesellschaft und natürlich auch auf die einzelne Person und ihre Motivation. Denn nicht jeder Mensch sieht einen Rückschlag als eine Chance. Und von daher hat das sicherlich auch einen Einfluss nachher auf ihre Integration in die Gesellschaft. Wie gehen denn so betroffene Lernende mit dieser Situation um? Wir oder Lernende, wenn so etwas passiert, kann mal passieren, dann geht es wirklich vor allem darum, dass der Berufsbildner die Lernenden an die Hand nimmt. Es geht darum, zu reflektieren mit ihnen zusammen, woran es gelegen ist, was hat nicht geklappt, ist vielleicht der Tagesverfahren oder ist es wirklich etwas gewesen, das unerwartet gekommen ist. Und dann geht es vor allem darum, dass man dem Lernenden mit Rat und Tat zur Seite steht. Mit ihnen gemeinsam Lösungen sucht und auch dann die Lösungen logischerweise umsetzt. Und wir bieten zum Beispiel den Lernenden da auch immer die Hand und sagen, wir schauen, dass wir sie bis zum Schluss auch begleiten können und sagen, dass sie dann doch auch noch ihren Abschluss in der Tasche haben. Vielleicht mit einem Jahr Verzögerung, aber trotzdem, sie sollen den Abschluss können. Ich denke, ihr macht da sicher vieles richtig, vor allem wenn man euch positive Abschlussquoten der letzten 2-3 Jahre anschaut. Jetzt haben wir die ganze Ausgangslage gehört und jetzt so ein bisschen zum dem Entgegensteuern. Wie kann ich als Lehrbetrieb verhindern, dass meine Lernenden den Abschluss nicht schaffen? Ich glaube, es ist mega wichtig, um von Anfang an möglichst den Prozess, wo sich der Lerner drin befindet, aber auch das Restaurant jetzt in unserem Fall, dass man dort immer wieder reflektiert und sagt, wo steht der Lernende, wo braucht er Unterstützung, dass man die Handlungen beobachtet, die er hat und dass man entsprechend frühzeitig, also nicht erst beim Lehrabschluss, sondern möglichst früh, wenn man sieht, da braucht er Unterstützung oder sie, dass man dort Massnahmen definiert und dann die auch umsetzen. Sei das Stützunterricht oder mit dem Lernenden Lernpläne zu machen oder Lernstrategien mal sich damit auseinandersetzen. Es gibt ganz viele Sachen, die meistens ganz kleine Stellschrauben sind, die aber ganz grosse Auswirkungen können haben. Wer kümmert sich bei euch um so Massnahmen? Sind das denn jeweils Berufsbildner selber? Das sind Berufsbildner bei uns ausgebildet. Wir haben für die Berufsbildner einen Ausbildungsplan. Es ist nämlich auch ganz wichtig, dass Berufsbildner ihr Rüstzeug in die Hand bekommen. Und als Backup sind immer noch ich und mein Team, die sie unterstützen. Und manchmal braucht es auch einfach nur, dass man zusammen die Köpfe mal rauchen lässt und schaut, was so ein bisschen rauskommt. Da findet man manchmal ganz spannende Sachen. Und natürlich auch, und das ist wichtig, den Lerner mit einbeziehen, weil die wissen auch ganz vieles und brauchen meistens noch ein bisschen Anstoss. Und wie sieht denn so eine optimale Vorbereitung für ein QV aus? Wir bei der SV-Gruppe, wir unterstützen die Lernenden mit Webinars. Wir führen jedes Jahr 3 Webinars durch, wo es einerseits darum geht, dass sie sich selber kennenlernen und aber auch sich können optimal für das QV vorbereiten. Auf der anderen Seite führen wir aber auch Probe-QVs durchführen, wo wir mit ihnen 1:1 Prüfungssituation durchgehen und das gibt ihnen wirklich als Rüstzeug, dass sie nachher auch so die Situation kennen und mit einer gewissen Coolness an die Prüfungen können. Und wann sollen denn die Lernenden mit der Vorbereitung anfangen? Gibt es da eine Faustregel? Es gibt nie früh zum Anfangen, spät wahrscheinlich eher. Aber ich glaube, bei mir stossen bei unseren Lernenden wirklich das möglichst früh schon an, dass sie vorbereitet sind. Es ist immer ein bisschen das Ziel, logischerweise. Aber dann nachher, je nachdem, dass wir zum QV kommen, desto fokussierter werden wir. Und von daher Herbst, letztes Lehrjahr, ist sicherlich der Punkt, wo wir gut mit starten können. Und wann sollen dann die Betriebe, also auf der anderen Seite, mit der Vorbereitung anfangen? Wir machen es eigentlich schon während der ganzen 3 Jahre, dass wir immer wieder so Teilschritte dazwischen haben, wo wir etwas machen. Aber wir starten eigentlich gleichzeitig mit den Lernenden, weil ein Lehrabschluss ist immer ein Teamwork. Und von daher braucht es Lernende, braucht es Berufsbildner. Es ist wirklich
Teamwork gefragt. Wann finden denn die Prüfungen statt? Das ist von Beruf zu Beruf ein bisschen unterschiedlich, aber so phasenweise ist es etwa so zwischen April und Juni, wo die Prüfungen stattfinden. Wie unterstützt denn ihr jetzt konkret eure Lernenden in dieser ganzen Zeit? Wie schon gesagt, wir machen Probe-QVs, wo wir mit ihnen Kurs machen und dann eben auch die Webinars, die wir machen. Und vorab tun wir aber auch mit ihnen Zeitpläne erarbeiten, Wochenpläne erarbeiten, Lernstrategien nochmal auffrischen. Das sind ganz individuelle Lösungen, wo wir nicht irgendwie den Plan A haben, sondern es geht wirklich darum, dass man da den Lernenden explizit eine Lösung findet. Und wenn jetzt Lernende merken, oder vielleicht merken es auch ihr, oh, ich glaube, bei dieser Person könnte es knapp werden, dass es für den Abschluss langt. Unterstützt ihr beispielsweise mit Nachhilfe oder bietet ihr das an? Ja, wir tun das sicherlich auch unterstützen. Kommt bei uns eher selten vor, weil wir wirklich uns ist wichtig, zum frühzeitig reagieren. Aber wenn man es jetzt wirklich mal 5 vor 12 würde merken, dann gibt es da verschiedene Angebote, die man wirklich nutzen kann und wo man den Lernenden optimal darauf vorbereiten kann. Ja. Kannst du so ein bisschen die wichtigsten 3 Tipps für Berufsbildner für die Zeit zusammenfassen? Ich glaube, es ist wichtig, dass Berufsbildung ein strategisches Ziel ist vom Unternehmen. Also es fährt schon viel früher an, weil das tut dann auch wieder die Wirkung, wo man oder die Möglichkeiten, die man hat, sehr stark beeinflussen. Ein weiterer Punkt, und das ist das, frühzeitig Massnahmen zu definieren. Und das macht man, indem dass man beobachtet und mit dem Lernenden gemeinsam reflektiert. Und summa summarum, das Letzte ist definitiv etwas, und zwar das ist, den Lernenden zuzuhören, ihre Ängste, Sorgen wahrzunehmen und mit ihnen gemeinsam eine Lösung zu suchen und ihnen auch das Vertrauen zu schenken, dass alles gut kommt. Jetzt zum Schluss kannst du vielleicht ein bisschen, ja, so ein Highlight erzählen, etwas, was du in all diesen Jahren erlebt hast oder etwas, was dir mega Freude macht. Etwas, was, glaube ich, jeder Berufsbildner freut, ist, wenn man so in den letzten Tagen oder besser gesagt, wenn dann die Ergebnisse da sind, wenn man die erleichterten Gesichter sieht. Zuerst sind es was immer Schweißperlen, die der Lernende zu bibern hat. Und nachher, wenn man einfach sieht, okay, all die Angst, all die Bedenken sind alle nicht wichtig gewesen, weil am Schluss haben sie es doch gerockt. Und das ist immer, gibt auf beiden Seiten ganz viele strahlende Gesichter. Und das ist, glaube ich, das, wo mein Herz oder wo mir sehr viel Spass macht an meinem Job. Das klingt sehr motivierend, sehr schön. Jetzt wie immer unsere letzte Frage. Was ist dein grösster Wunsch für die Berufsbildung? Ich wünsche mir für die Berufsbildung, dass wir alle mutig sind, um neue Wege zu suchen und die auch zu gehen. Und mir ist vor allem auch wichtig, dass wir nicht über die Lernenden reden, sondern mit ihnen lernen, mit ihnen reden und da wirklich auch gemeinsam lösen. Finden. Super, danke vielmals. Ich würde sagen, wir haben sicher einige Zuhörerinnen können weiterhelfen oder auch Tipps geben, wie sie ihre Lernenden in der kommenden Zeit können unterstützen können. Jacqueline, danke vielmals für das Gespräch. Danke dir oder euch vielmals, merci. Und auch natürlich für deinen Einsatz für die Lernenden und die jungen Fachkräfte in der Schweiz. Und ich danke natürlich auch euch allen fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heisst Inside Berufsbildung.